So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Täglich grüßt der Hundetrainer. Wir werden uns heute mal mit Welpen und Wild beschäftigen. Der Bill hat über E-Mail gefragt, ob es eine kluge Idee ist, mit seinem Welpen jetzt schon anzufangen, mit Wildtieren zu trainieren. Da wollen wir mal drauf eingehen. Los geht's. Also, um es ein bisschen genauer zu machen, hat Bill gesagt, dass er hier und da schon mal gehört hat, dass es Sinn macht, seinen Hund jetzt schon an Wildtiere zu gewöhnen und zum Beispiel in Wildparks zu gehen oder in Streichelzoos zu gehen, damit der Welpe das kennenlernt. Und er wollte von mir wissen, ob das wirklich eine kluge Sache ist oder nicht. Geh raus, du blöde Fliege, geh raus. Und das ist nicht nur jetzt eine gute Frage, sondern tatsächlich, das, was er da gehört hat, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also, was wir erreichen wollen später mit unseren Hunden im Optimalfall. Ich glaube, Bill hat sogar erzählt, dass er einen Jagdhund hat, also eine jagdliche Hunderasse. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Aber was wir später erreichen wollen, ist, dass unser Hund einfach verstanden hat, okay, Rehe brauche ich nicht hinterherrennen. So. Und unabhängig von der Rasse und unabhängig von dem tatsächlichen Jagdwillen, der dahinter hängt, und dem Bewusstsein von wegen, ein Reh oder ein Hase ist ein Beutetier, ist es so, dass bei den allermeisten Hunden die Bewegung der Tiere tatsächlich den jagdlichen Instinkt auslöst. Also ein Hase, der auf der Wiese sitzt, löst im Zweifel noch keinen Jagdwillen aus. Oder ein Reh, das im Wildpark darum steht, löst im Zweifel keinen Jagdwillen aus. Sondern ein paar Mal sieht der Hund den Hasen, das Reh oder aber die Katze des Nachbarn. Die rennen weg, der Hund rennt hinterher. Und das, oh, das ist cool, das hat Spaß gemacht, da geht das Adrenalin hoch und da gewinnen die dann irgendwann Spaß an der Sache. Die wenigsten Hunde rennen dem Hasen hinterher, weil sie genau wissen, okay, jetzt hier gibt's was zu essen. Ja, das ist erstmal nur ein Reflex auf die Flucht. Oftmals. Nicht bei allen, aber oftmals. Und darüber kommt halt der Spaß an der Sache. Das heißt, wenn wir jetzt Katzen oder Hasen oder Rehe hätten, die sich nicht bewegen, dürfte das ja bei vielen Hunden nicht der Fall sein, dass sie hinterherrennen. Und das ist auch so. Das glauben viele nicht, aber das ist so. Der Milan zum Beispiel, als wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben, gab es viele Katzen und er hat die alle gejagt. Aber dann zog irgendwann gegenüber eine neue Familie ein, die hatten eine winzig kleine schwarze Katze. Die war auch noch nicht alt, die war 10 Wochen alt. Keine Ahnung, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate. War eine junge Katze, hat man gesehen. Die war wirklich noch jung, die war noch klein und die saß bei uns vor der Tür. Wir sind rausgekommen, dann ging es so 5 Meter bis zur Straße, Spielstraße, da saß sie, mitten vor der Tür. Die Katze sitzt da, ich mach die Tür auf, ich hatte die Leine dran, zum Glück. Der Milan rennt nach vorne und die Katze bleibt einfach stehen, macht einen Riesenpuckel und sagt, alles klar, ich hau dich. Die Katze wusste nicht, dass Wegrennen eine Option ist oder Milan hat sich auf den falschen Fuß erwischt. Der Milan hat sofort die Bremse reingehauen und hat gesagt, ach du Scheiße, mein Plan geht nicht auf. Wenn der Milan ganz klar gesagt hätte, das Beutetier, essen, töten, tralala, dann wäre die Katze da Fritte gewesen. Ich hatte die Leine dran, konnte das verhindern, aber der hat von alleine gebremst. Der hat gebremst und gesagt, oh shit. Und weil die Katze dann da sitzen geblieben ist mit ihrem Puckel und hat gefaucht und hat gemacht, was halt Katzen also machen. Der Milan ist da nicht dran vorbeigegangen. Der hat gesagt, alles klar, die hat Tollwut, da gehe ich nicht hin. Da gehe ich ums Verrecken nicht dran vorbei. Ich will da nicht hin. Ich musste wirklich einen riesen Bogen gehen um diese Katze. Weil die halt durch die nicht vorhandene Flucht eben nicht diesen Jagdinstinkt oder dieses Hetzen ausgelöst hat. Gleiches Spiel, Milan und Gaia, bei Gaias Katzen wollte ich gerade sagen, bei Alinas Katzen. Wenn die bei Alina zu Besuch sind, Alina hat 2 Katzen, die Hunde gewohnt sind, und die bleiben kackendreist auf der Couch sitzen. Und der Milan, der sagt immer, oh Katze, Katze. Und dann sitzt die Katze da und sagt, komm her, komm doch ein Stück näher. Und dann macht der Milan so, oh Katze. Der weiß wirklich nicht, was er dann tun soll. Und das geht vielen Hunden so. Das zu wissen, deutet auch schon darauf hin, dass das, was Bill gehört hat, vielleicht tatsächlich eine gute Idee ist. Und es ist wirklich. Wenn ihr vielleicht mal in unsere Videoblogs guckt, gebt mal einfach ein Stadtfälle Wildpark, dann werdet ihr ganz viele Videos mit verschiedensten Hunden im Wildpark sehen. Von Jahren zuvor bis relativ aktuell vor Corona sind wir 2-mal im Jahr mit großen Hundegruppen in den Wildpark gefahren. Und das waren meistens Junghunde, das waren keine Welpen. Aber wenn ich gekonnt hätte, hätte ich es auch mit Welpen gemacht. Die Ausflüge sind nur zu lang für Welpen. Aber mit den Welpen schon in eine Region zu gehen, wo zum Beispiel Katzen da sind, die vielleicht auch Kontakt mit euch aufnehmen, wäre super. Oder wo Wildtiere stehen, so Streichelzoos oder Schweine oder was auch immer. Ein potenzielles jagdliches Interesse auslesen könnte. Mit Welpen das schon zu machen, ist sehr, sehr, sehr gut.
Weil, wenn das nämlich gut läuft und die Tiere nicht weglaufen, vielleicht sogar ein Kontakt stattfindet, lernt euer Welpe die nämlich auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und das kann sein, dass das schon reicht, damit er als Junghund anders darauf zugeht. Und wenn eure Hunde langsam zum Beispiel auf eine Katze auf der Straße zugehen oder auf sie zusprinten, das macht einen riesen Unterschied. Und wenn die langsam auf die Katze zugehen, dann gehen die Katze auch langsam weg. Das löst den Jagdwillen und den Jagdinstinkt vielleicht nicht so aus. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Ganze kann also ein Teufelskreis sein, wenn es falsch startet. Was Bill da gehört hat, dass es durchaus sinnvoll ist, mit seinem durchaus auch jagdlich ambitionierten Hund, sagen wir mal, ihr habt jetzt einen Deutsch-Kurzer, in den Wildpark zu gehen und dem einfach diese Tiere zu präsentieren, ist absolut empfehlenswert. Habt ihr die Option, dann macht das. Dann geht da hin, setzt euch in den Streichelzoo mitten rein und lasst euren Hund diese Tiere einfach gucken. Ihr könnt sogar hingehen, streichelt das Schwein oder die Ziege oder das Schaf, wirklich mit so ein paar Haaren, ein paar tote Haare runternehmen, ne? Wirklich Geruch aufnehmen, eurem Hund präsentieren den Geruch. Euren Hund streichelt, das Schwein streichelt, euren Hund streichelt, das Reh streichelt, euren Hund streichelt, da wo das geht. Ja, wenn ihr unsere Videoblogs guckt, wirklich Stadtfälle Videoblog oder Stadtfälle Wildpark gibt es ein, da werdet ihr sehen, da sind die Tiere, die kommen bis zu den Hunden ran und fressen dir quasi das Futter aus der Hand. Ja, darfst du nicht, deshalb werfen das meistens hin. Der eine oder andere Kunde hat es dann aber auch schon mal so gemacht. Mea culpa, ne? Aber die sind so cool, die kommen bis ran. Und ich habe sogar Jahre gehabt, ich weiß nicht, ich war mit Balu da. Und mit dem Rocco. Und mit dem Rocco auch Rocco Rottweiler. Rocco der Rottweiler, die wohnen jetzt, glaube ich, mittlerweile in Russland oder so. Oder mittlerweile wieder woanders. Aber da hatten die, hatte das Dammwild oder das Rotwild hatte Nachwuchs. Die Mutter, das Mutterreh, kam dann an und stand wirklich so vor den Hunden. Und dann ging der Balu so hin. Und dann hat das Reh einmal so gemacht. Batsch, hat dem voll von Latz getreten und ist stehen geblieben. Das also wollte bewusst das Versteck und das Kids verteidigen. Und der Balu, der Balu ist ein Hoverwart, ein kräftiger, robuster, mutiger Hoverwart. Der hat die Ohren angeklappt, hat gesagt, alles klar, ist doch kein Beutetier. Ich geh. Der war richtig, war total perplex. Der hatte richtig neben mir gesessen und gesagt, die haben mich getreten. Du hast das gesehen, die hat mich getreten. Es ist wirklich gut, also, wenn auch die anderen Tiere mit euch interagieren. Das ist, es gibt Welpen, Schafe, Stadtfälle, Welpen, Schafe, könnt ihr auch googeln. Wir haben Welpenkurse teilweise, da sind dann die Schafe da, wenn der Wanderschäfer durchzieht. Und dann gehen wir ganz bewusst am Zaun entlang, setzen uns dahin. Und der sagt den Leuten auch, es geht wirklich nur darum, dass die Welpen die Schafe kennenlernen. Wenn da vorne irgendwo Fell am Zaun hängt, holt euch ein bisschen Fell. Lasst die riechen, lasst die den Geruch aufnehmen, lasst die das Tier verstehen, lasst die das sehen, lasst die vielleicht mal Kontakt aufbauen. Ich war letztens erst mit Poppy in so einem Streichelzoo und da saß so ein Kanickel oder so ein Riesenhase. Die Poppy so an den Zaun ran, der Hase auch. Dann hat er sich umgedreht und sich weiter gekratzt. Die waren so weit voneinander entfernt, da war nur der Zaun dazwischen. Poppy wäre nicht drangekommen. Also es gibt Hunde, die verstehen, okay, ich komme da eh nicht dran wegen Zaun, aber alleine da zu sein, alleine das aufzunehmen, das zu verarbeiten, diesen Reiz zu sehen, zu speichern und eben nicht den Reflex zu haben, oh, da muss ich hinterher, das ist Beute. Das hilft sehr, sehr viel. Und das kann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, schon im Welpenalter anfangen und habe dann gute Chancen, dass es später besser läuft. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wenn ihr jetzt super viele Katzen habt, die vor der Haustür mit eurem Hund interagieren oder ihr 10-mal im Wildpark wart, dass der nicht Katzen oder Rehe jagt. Das kann sogar so sein, dass der sagt, ja, hier zu Hause die Katzen oder aber der Wildpark vor der Haustür, das ist okay, die lasse ich in Ruhe. Aber wehe, wir sind im Freilauf und beim Joggen rennt uns da ein Reh über den Weg. Dann bin ich aber hinterher. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es nicht zu machen, bringt mir, also es nicht zu machen heißt, es nicht Kontakt mit anderen Spezies und Tieren aufzunehmen, bringt mir im Zweifel auf jeden Fall nichts. Es zu machen, bringt aber die Möglichkeit, dass es mir etwas bringt. Also ich unternehme was mit meinem Hund, ist ja eh schön, mache ich doch eh und ich habe die Chance, dass es nachher besser läuft. Und selbst wenn es nicht besser läuft, habe ich aber wenigstens was mit meinem Hund unternommen. Habt ihr die Chance, geht in Wildpark, geht in Streichelzoo, habt einen Schäfer um die Ecke, geht da mal hin. Wenn die Schafe am Rhein irgendwo auf der Wiese stehen, geht mit eurem angeleiteten Hund da in die Nähe, setzt euch in die Nähe, lasst den Hund das aufnehmen, lasst ihn das verstehen. Das mache ich mit einem Junghundekursen, das mache ich mit einem Welpenkurs. Je früher, desto besser. Es nicht zu tun, ist eine verpasste Chance und eine verpasste Möglichkeit, für die Zukunft Weichen zu stellen. Es zu tun, bringt die Chance und die Möglichkeit mit, das Leben zu verbessern. So einfach kann es manchmal sein. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich bin raus für heute. Tschüssi.